Sonntagmorgen, der 22.09.2019. Ich habe die weggeholt und bin danach gleich an das Schwarze Ort zu meiner Freundin der Nibelunge gefahren. Ja, die müssen noch schon frieren, das ist ganz schön frisch geworden. Tagsüber ist es allerdings noch angenehm warm. Soll wieder ein schöner Tag werden, den will ich noch mal genießen, nämlich morgen ist Regen gemeldet, aber das ist ja gar nicht schlecht, das braucht man nämlich auch. Der Wasserstand ist nämlich wirklich niedrig. Ich habe gleich mal nachgeguckt, der Wasserstand in Worms war bei 90 cm, also das ist wirklich nicht die Wucht in Dose. Wohlgemerkt, zu dem Wasserstand muss man bei uns hier nochmal 1,80 Meter dazu rechnen, sonst wäre hier noch weniger Wasser im Rhein. Das ist also nur eine bestimmte Stelle in Worms und selbst bei 0 Wasserstand ist immer noch Wasser im Rhein, aber 90 cm ist schon ziemlich niedrig. Übrigens, wenn man von Hesse kommend über die Wormser Brücke fährt, kann man ohne rechts das Pegelstandhäuschen sehen. Da ist auch in große Lettern da in LCD-Beleuchtung der aktuelle Pegelstand zu sehen. Wie letztes Jahr die Jahrhundertdürre war, da war der Pegelstand 0 erreicht worden, war schon bedenklich. Ja, da kommt ein schönes Schiffchen bergwärts und schon wieder ist der Morgen gerettet. Ich gucke einfach den Schiffchen gern zu. Es handelt sich hierbei um die Stadt Nürnberg. Es ist klar, dass die unter deutscher Flagge fährt, wäre ja auch ein Ding, wenn die jetzt unter einer anderen Flagge fahren würde. Das Schiff ist 106 Meter lang und 10 Meter breit, hat ungefähr einen Tiefgang von 1,7 Meter und fährt eben 5,2 Knoten bergwärts. Das sind ungefähr 9,36 Stundenkilometer. So, da kommt schon das nächste Schiff. Es ist die Fehmarn. Sie fährt unter holländischer Flagge. Das Schiff ist 110 Meter lang und 12 Meter breit. Es fährt mit einer Geschwindigkeit von 9,7 Knoten bergwärts. Das entspricht einer Geschwindigkeit von 17,964 Stundenkilometer. Also das Ding ist ganz schön schnell unterwegs. Ist auch ein stattliches Schiff, schön anzuschauen. Ja, der Angler, der da ohne sitzt, hat heute meint auch was anzusehen. Ich glaube, dem macht das auch Spaß, die Schiffe zuzuschauen. Strömung ist ganz schön und er angelt, aber ich glaube, ihm kommt es auch nicht so drauf an, irgendwas rauszuholen. Ist einfach schön, da zu sitzen. So, vielen Dank fürs Zuhören und Zusehen und wünsche allen noch eine schöne Woche und tschüss.